Das erste Set, was wir haben, ist wohl Juggle gegen Animal Rights. Ein Berliner Klassiker, wunderschön. Fox gegen CF. Fox gegen CF, die beiden schicken sich immer hin und her in den Sets. Das wird ein Spektakel. Also Animal Rights ist schon ein Favorit, oder? Ja. Aber die sind trotzdem, also vom Seeding her, sollten die eigentlich 16. und 17. Seed sein, wenn die so im ersten Pool close sind. Pool A1. Also mal gucken. Ist eigentlich alles Best of 5 oder Best of 3? Best of 3. Alle Pools sind Best of 3. Okay, Pools Best of 3. Mein Start. Haben die überhaupt Handwarmer gemacht? Nee, oder? Ja, die ganze Zeit gespielt. Gute Entscheidung. Schon, ja. Aber wenn es dann ist. Taking Place gegen CF ist immer scary. Ja. Weil die meisten CF rennen da einfach mit dem Knie rein. Und ja, weil ist auch, man kann danach immer noch alles machen. Ja, deswegen. So, wenn es nie misst, dann geht es halt irgendein Tech-Chase geben. Der kriegt halt einfach alles gecheckt, wenn der F halt einen Punch mal droppt. Nee, geht den nicht. Oh no. Ah, er hat immer noch die Leads. Vor allem, Fox ist halt ein Kill-Percent schon. So. Ja. Ja, allgemein mit so Fox bei 70% in dem Matchup ist es halt so ein Knie. Beziehungsweise am besten noch, wenn du so 50% hast, Dashback machen willst und dann Knie kassiert, dann komplett weg die alte Schirr. Okay, diesmal haben wir eine Rolle gespielt. In die andere Richtung die alt. Ach so, verwirrend, weil das hier White Screen ist. Dann weiß ich noch nicht, wie weit die Laster weg ist. Okay, aber er hat es dann doch wieder zurückgebracht. So, am Anfang sah es richtig gut aus für Juggle. Der hat den ersten Stock relativ schnell genommen. So mit paar juicy Knees. Mhm. Aber Animal Rights hat gut aufgeholt und hat sich durchgesetzt. Ein bisschen gescheint, bisschen geupsmashed und ich dann lief es. Smash hat er geübt, ja. Das hat man gehört. Ja! Wie
gerade noch vorgesehen, ihren Controller aktivieren lassen. Auch wenn das vielleicht hilft. Ich geht ziemlich hoch. Vielleicht nicht auf der Boden, vielleicht auf der Boden. Aber man hört uns nicht gut, okay, dann. Ja, wir können ein bisschen näher ran oder ein bisschen cool Jonas, machst du noch was? Das habe ich gerade nur so eingestimmt. Das ist okay. Oh nein, sehen wir ungern. Ich habe schon im letzten Game gesehen, dass er mit deiner Aerial in der vorbei saust. Da konnte er sich entscheiden, ob er regrabbt oder ob er mit der Aerial auf die Stage will. Er versucht mit dem Aerial zu regrabben. Das klappt nicht so gut. Oh, guter Short. Der Shorten, da war er nicht vorbereitet. Ja, oh, da war er vorbereitet. Das war kein guter Shorten. Nein, da. Das war kein Shorten. Vielleicht wollte er durch und durch oder so. Aber oh, die Rolle, genau. Er hat für Attack and Place hat er genäht. Und die Rolle rein hat er trotzdem noch graben können. Also Animal Rights Defensive Game wurde halt schon so besser, so übers erste Game. So, das hat man so am Anfang bemerkt, dass Juggle halt sehr viele Conversions auf so Grab bekommen hat, aber jetzt macht sie ihm Animal Rights schon etwas schwerer. Mhm. Ja, jetzt die Rollen, die Tech-Rolls werden diverser. So, manchmal reinrollen, manchmal doch ein Tech in Place und guck, er ist schon ein bisschen härter für ihn. Mhm. Oh, kein Tech, er sagt einfach, ich weiß, was einfach normal get up. Au. Gib ihm einfach das Knie. Ohne den Jab Reset. Oh! Nice, schön den Jump gecatcht. Wieso benutzt der Stomp, wenn Fox über ihm ist? Du hast eine Abwehr. Weil Stomp Bastel ist. Oh. No Tech. Das war der Tech-Lock, glaube ich. Ich glaube, er hat erwartet, dass er den Tech am besten mal kriegt vor der Neutral. Wahrscheinlich, ja. Weil normalerweise ist der Tech schon nicht so schwer. Du willst eigentlich nicht wirklich No Tech gegen CF machen, ne? Ja, deswegen. Also dann war wahrscheinlich echt einfach so ein Tech-Lock. Ja, aber jetzt sieht es wieder richtig gut aus für Juggle. Ja, das hat er schön aufgeholt. Das hat er mit diesen Tech-Situationen sich den Vorsprung erarbeiten können. Und vor allem so, Seth lädt auch in dem Matchup eigentlich relativ lange, sofern er halt nicht irgendwie mit Schein gegimpt wird oder so. Das ist ein Offstage. Das war also ziemlich clean. So, 1-1. One game apiece. Sehen wir nochmal Battlefield? Nee, Battlefield auf keinen Fall. Also, ich schätze mal, Juggle wird FOD bannen und die gehen dann vielleicht so auf Yoshis oder so. Ich glaube, so Yoshis und Fountain sind so die schlechtesten Self-Stages in dem Matchup, weil er halt einfach weniger Space hat. Oh, nee, FD natürlich. Ja. Also ich finde Fountain am schlechtesten für Self, aber dann ist halt so das FD. Das hat er gebannt wahrscheinlich. Ja. Deswegen er. Er hasst es nämlich auch als Spieler. Ich weiß nicht, das ist halt so immer richtig weird so mit den Plattformen, dass die deine Aerials so interrupten, wenn so eine Plattform genau. ein bisschen drüber ist. Und so schnell wie Falcon ist, saust du immer über halbe Stage und nimmt immer eine Plattform. Oh. Aber so FD halt auch nicht so nice, weil CF halt nicht viele Recovery-Mix-Ups hat. Er hat keine Plattform, um irgendwie Zeug zu converten. Mhm. Und ja, wenn Fox gerade so auf Mid-Percent so mal gute Hits kriegt, kann halt sehr viel rausholen, weil er selbst halt nicht viel machen kann, wenn er mal in der Luft ist, über Fox. Ui. Mit der Downer noch von der Lash sitzen? Powershield in Nair Place. Seine Nair Place macht er immer wirklich in Place. Er driftet nicht. Oh, lieber, oh shit, die holt die Schütze. Er driftet nicht mal ein bisschen bei den Nair Place. Ich glaube, weil er Angst hat, dass es da keine Nair wird. Oh, guter Text. Abtilt, genau. Ah, Regrab wäre doch gewesen. Spicer Dodges. Beide versuchen hier mehr nicht getroffen zu werden. Ah, ja, schade. Hat er sich vertan. Ist aber schwer zu treffen mit der Sonne. Ja, es ist schwer auf jeden Fall. Aber es muss man üben. Das ist. Oder eine sichere Option will. So, Backer trifft auch ziemlich low. Oh, hab doch einfach. Bisschen zu ungeduldig. Ja, genau. Manchmal muss man einfach nichts tun. Was sucht ihr? Ansonsten sind hier noch zwei frei. Hier werden nach Steckdosen gesucht. Sorry, so. Game 3. Aber Juggle hier machen wir mal weiter. Ganz schön aber diesen mal geduldig. Hat sich gemerkt. He's learning. So. Animal Rights geht zu oft an die Ledge. Hat Juggle bemerkt. Alle Foxen lieben diese Ledge. Oh, der kriegt den Double Jump mit dem Knie. Aber er kann
die Becke hätte da mehr gemacht. Ah, ich weiß nicht, so Stomp ist eigentlich ziemlich nice. Ja. So, du musst es halt hitten. Ist schon stylisch, ja. Er muss auch aufholen, das ist dafür. Also. Er geht hinten, er muss aufdrehen. Diese Tech Chase ist krass. Beide Shields. Die Get Up Attack haut ihn weg. Genau, den Shield hat er mitgelesen, deswegen hat er direkt seinen Grab rein. Die Rolle rein hat Juggle dort gereadet, aber einfach misspaced. Schade. Oh, Shiner Shield, um ihn wegzukriegen. Mit dem Side B approached. Ah! Oh, okay. Hat er das. Er muss ihn nur so in Verlegenheit bringen und dann Shield Juggle gerne. Das weiß er immer jetzt dazwischen. Da kann er ihn dann grabben. Er muss gar nicht der True Combo sein. Oh, jetzt hat er den Damage abgeholt. Oh, das genau war so eine Bewegung. Oh mein Gott, das war viel zu close. Vielleicht sieht es auch an dem Whitescreen auch nur so aus wie eins. Weiß nicht, also das war schon echt super knapp. Close. Vielleicht NPS sogar mit einem anderen Fox. Winkel hätte er überlebt. Vielleicht sogar, ja, ein bisschen höher oder so und dann noch driften. Oh, ah. Letztes. Das ist der Juggle. Mit dem letzten Stock den letzten verkacken und dann 2-1 verlieren. Schade. Ja, das dritte Game war schon sehr convincing. Also man hat halt schon bemerkt, so dass Animal Rights sein Punch-Game auch einfach besser wurde, auch so die ganzen Tech-Chases. Mhm. Und gerade auch FD war halt die Sache, dass wenn Animal Rights mal einen Hit hatte, dass er halt auch so viel mehr rausbekommen hat. So im Gegensatz zu Juggle, der halt sehr viele Tech-Chase-Flops hatte. Mhm. Natürlich auch aufgrund dessen, dass Animal Rights es ihm halt auch schwerer gemacht hat, als bei Game 1. So, was wir halt vorhin angemerkt hatten, so die Rollen, so die Tech-Rollen waren endlich da. Yeah. Und auch so nach den Throws hat er halt auch so sein DI so ein bisschen Mix-Up, mal so ein bisschen mehr rein, ein bisschen mehr raus. Und das ist schon der große Unterschied bei Captain Falcon, wenn er seine frühen Knees nicht kriegt, dann ist das schon ein deutlich schwereres Spiel auf jeden Fall. Ja, das ist halt so viel härter, also wenn halt diese ganzen Mix-Ups da sind, das ist wirklich so Special. Oh. Mal sehen, ob die Statistiken belegen, was wir sagen hier. Links Animal Rights, rechts Juggle. Also Juggle hatte besseres Openings per Kill, aber Animal Rights will mehr Openings. Und mehr Damage bei Opening. So, Most Used Kill Move, Back Air Forward. Forward Air nie, klar, 7-mal. Boah. Also, Animal Rights auf jeden Fall ein Back Air. So, 16 Backers, Most Neutral Starter. Da bemerkt man, da ist also jemand. Neutral Starter auch Back Air 16-mal. Und Most Used Kill Move. Da ist jemand wohl ein defensiver Camper. Ist aber auch gut zu Matchcard und so, du hast ja selber gesagt, die Abwehr. Aber es geht hier um Neutral Starter, nicht um. Achso, na ja, gut, Kill Move hat aber auch. Mensch. Also, Kill Move ist klar, aber Neutral. Hätte ich eher Neutral Air erwartet. Also, man bemerkt halt schon, wenn Leute so mehr oder näher benutzen, sind wohl ein bisschen aggressiver, aber Backer. Das kann sein, ja. Backer ist so zum Spacen eher. Aber deswegen sind auch weniger Openings per Kill vielleicht. Ich meine, der Erfolg gibt ihm recht. Also er hat 55% der Neutrals gewonnen. Interessant ist der Earliest Kill erst bei 110%. Captain Falcon ist schon ziemlich schwer, aber er hat keinen einzigen Shine of Stage bekommen zum Beispiel. Ja. Upsmash hat er auch früher getötet. FFT zumindest mal. Obwohl nicht sehr viel früher. Nee. Also Average Kill 124, das ist schon. Auf CF lebt halt schon. Also das, ja, das lag halt doch einfach dann, das hat man ja auch gesehen. So Opening per Kill und so war jetzt nicht viel höher. Mhm. Er hat einfach so viel mehr Opening, also viel mehr Neutral gewonnen. Und ja, in dem Sinn halt einfach outplayed. Better player.